ein bisschen Verspätung, wird es jeden Moment losgehen. Spitzenspiel, letzter Spieltag der Hinrunde. SV Stuttgarter Kickers gegen FC Homburg. Los geht's, viel Spaß und auf die Blaue. Gut gemacht vom Homburger Lukas Quirin. Und Flamo Berisha, schade, können wir nicht ganz bringen. Ball kommt gut, einmal rausgeköpft, direkt Kevin Dickelober. Trifft er nur einen Homburger. Flamo Berisha wird hart angegangen, weiter geht's. Homburg jetzt über rechts. Vorne Eisele im Sturm, aber Lukas Kiefer. Kein Abseits über rechts wieder Hoffmann. Ball in die Mitte und da ist das Tor. Nach 26 Minuten das nichts zu tun gehabt. Aber hoffentlich jetzt. Kevin Dinklober mit links, Christian Mauersberger mit rechts. Es ist Kevin Dinklober mit links. Glanzparade, Tom Kretschmar. Ein Problem für Kretschmar. Einwurf weit in den Strafraum. Das ist Dinklober, das ist Dinklober, das ist doch Kevin Dinklober. In der 33. Minute ist er da, unser Capitano. Und macht mit links das 1-1 zum Kretschmar ohne eingeleitet hat. Über rechts setzt ihn an Tekerci, spielt er zurück, er geht allein und kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Stark gemacht von Leon Meyer. Sinan Tekerci geht am ersten vorbei. Nicht zu Tekerci, aber der schnappt sich doch den Ball. Jetzt von Tinglobo schön schnell gespielt. Tekerci in der Mitte ist Breik und links ist Mauersberger. Dann legt er sich auch zu weit vor. Schade. Bekommt ihn noch vor der Linie, legt ihn zurück auf Leon Meyer. In der Mitte ist David Breik jetzt. David hat den Platz, ihn anzunehmen. Und er schießt knapp vorbei, knapp vorbei. Breik in der zweiten Möglichkeit, in der dritten Möglichkeit. Kann es nicht behaupten, stark gemacht. Jetzt Christian Mauersberger auf Tekerci. Links ist der Kammerbauer. Tekerci schießt. Ui, zwar nicht stark, aber. Na. Markus Mendler gegen Leon Meyer und das macht der Leon ganz stark. Da wird Dickel getroffen, das gibt Gelb. Ja, da pushen sie sich, Leon Meyer, Christian Mauersberger, klatschen die Hände. Wir wollen die drei Punkte hier behalten. Leon Meyer hat den Ball, rechter Außenspieler, schöner Doppelpass. Leon Meyer im Strafraum, zurück auf Berisha, Berisha schießt mit rechts. Schon wieder knapp vorbei. Hat Schmerzen, läuft auch nicht rund. Das ist jetzt eine gefährliche Situation, den Mendler über links, bringt den Ball rein. Oh, Latte Pfosten, Achtung Dornebusch. Tor, nein. Ja, was hat der Schiedsrichter da gesehen? Spielminute und scheinbar das Tor für den FC. Nie im Leben. Nie im Leben. Torschütze mit der neuen Phil Harris. So, der eingewechselte Harris soll der Torschütze gewesen sein. Schön gespielt auf Lukas Kiefer, jetzt in der Mitte Kalajdzic. Kalajdzic, mach's Junge, mach's, mach's. Und das muss ein Elfmeter geben. Das gibt Elfmeter. Dickelober, der Linksfuß. Links unten ins Tor, 2:2. Ja, und da kriegt Kretschmann auch einen mitgegeben. Ja. So, Kevin Dickelober tritt an mit links, direkt vorbei. Ball nach vorne, Kalajdzic. Ja, machen einen Stich gegen Benjamin Kirchhoff, unsere Stürmer. Achtung! Ah, nicht gut von Kolbe, Ball jetzt in die Mitte, aber Leon Meyer. Dazwischen Dickelober auf Kevin und da wird er gefoult von der Nummer 8 von Max Dombrovka. Der gefaulte schießt Freistoß, Kickers Freistoß, Dickelober auf, Glanzparade, Nachschuss, Kerti und er wird wieder gefoult. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter.
Ah, müssen wir nochmal anschauen. Aber riesen Möglichkeit. So, Meier Kopfball, Glanzparade. Eine Chance. Leon auf der Kerche. Jetzt sind die Blauen am Drücker. Der Kerche wird bearbeitet. Unglaublich. Dann geleitet. Versucht es allein gegen zwei. Setzt sich durch. Jetzt in die Mitte. Bring ihn rein. Ah, Handschrei auf der Bühne. Ah, Ecke gibt's. Schauen wir auch hier nochmal hin. Knifflige Situationen. Immer wieder toll von Kalajdzic. Dickel auf Kalajdzic, auf Tekerci. Und der Vater Einwurf ausgeführt. Da steht sich gerade die Pfeife im Mund. Pfeift ab. Oh. Was für ein Spiel.